Herzlich willkommen, Leute. Heute mal wieder eine kleine Folge Clash of Clans, wie man sieht. Ich habe eine neue Base designt und sie funktioniert echt super. Also, wie man sieht, die plündern die ganze Zeit nur mein Rathaus. Okay, der hier mal nicht, aber das kann ich mir leider nicht angucken. Und, also, das ist geil, die plündern alles nur mein Rathaus. Und ich denke, selbst wenn sie angreifen würden, die würden nicht wirklich durchkommen und viel zu holen gibt es bei mir auch nicht. Aber das Base Design müsste eigentlich ziemlich gut funktionieren. Ja, die Mörder und hier die Luftabwehr sind alle ziemlich nah beieinander. Und ja, bla, es ist mir egal. Aber sie wird trotzdem gut funktionieren. Allein dadurch, dass die Clanburg voll ist und allein dadurch, dass die Sachen hier so krass ausgelegt sind, dass die einfach alles zerbersten. Ich meine, es ist ja eine Farming Base eigentlich. Und der ganze Loot ist so krass beschützt. Ich meine, guck mal, jeder von den Mörsern kommt an den Loot dran. Die Magiertürme beschützen den Loot auch. Jede Loot-Kiste hat mindestens zwei Magiertürme, die sie beschützen können. Und mindestens mal zwei Kanonen. Also bitte, ja. Das muss super funktionieren. Wie man sieht, meine Mauern sind bald alle auf Max. Und dann müssen wir nur noch das Rathaus upgraden und dann geht die Party ab. Und ich zeige euch mal gerade eine geile Wiederholung. Ich habe mit den Bogenschützen, Barbaren richtig geil abgeräumt. Ihr seht, hier ist ziemlich viel zu holen bei dem Gegner. Und ich habe zuerst hinten ganz viele gedroppt, ganz schnell meinen König runtergelassen, damit er die raged, also die Barbaren zumindest, um dann hier hinten reinzukommen. Dann hier hinten die restlichen Barbaren und Bogenschützen gedroppt, damit die gut Damage machen. Heilzauber dahin, Heilzauber hier oben hin, damit die ein bisschen besser geheilt werden natürlich. Meine Clanburg habe ich glaube ich auch noch hier unten abgesetzt und die werden sich halt echt das ganze scheiß Gold holen und... Richtig nice, auf jeden Fall. Hat richtig gut funktioniert, die Taktik in diesem Fall. Und, ja. So, der King arbeitet sich durch, ist auch gleich tot. Ja, da ist er tot. Schade, schade. Aber wir haben immer noch unsere Barbaren und Bogenschützen und die zerstören den Rest einfach nur. Und, ja. Der Angriff ist dann auch schon wieder vorbei. So schnell wie er begann, war er auch schon wieder weg. Und ich würde sagen, wir greifen jetzt gerade nochmal an. Live halt und... Dann hänge ich noch eins oder zwei Angriffe hinten dran. Ich habe gerade mit meinem Hauptprofil, also mit Dr. Fu Manchu noch, einen Valkyren-Schweinereiter-Angriff vorbereitet. Und mal gucken, wie das so ausgeht, oder? Ihr könnt schon vorspulen, wenn ihr Bock habt, aber wir werden erst nochmal angreifen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich weiß, Entschuldigung, letzte Zeit kamen nicht so viele Videos. Ich hatte schon ein Base-Design-Video aufnehmen wollen, habe ich auch, aber ich fand es so scheiße im Ernst. Ich fand das Video so für den Arsch und ich habe auch nur Scheiß zusammengelabert und ich muss jetzt eh lernen für die Bioarbeit und keine Ahnung. Ich suchte sehr viel Dark Souls in letzter Zeit, richtig geil, es macht so Laune das Spiel, Leute, holt euch es unbedingt. Egal wie für was, ob für PC, Xbox, Playstation, ist mir Latte, holt es euch, Leute, es ist so geil, die Story ist, oh mein Gott, die ist so verborgen, aber die ist doch so geil einfach nur. Und am PC läuft es anfangs wahrscheinlich ziemlich scheiße, das müsst ihr ein bisschen modden, aber dann läuft das super. Wir suchen einfach mal eine Base, die wir plätten können, weil die sind alle... Bisschen zu heavy, finde ich. Und haben meistens auch nicht so viel Loot, wie ich das gerne hätte. Das nervt mich ein bisschen. Apropos, wenn ihr schon noch nicht gemerkt habt, ich habe jetzt einen Zweit-Channel, Dr. Fu Manchu Arts. Findet ihr in meiner Kanalbeschreibung. Da mache ich jetzt meine Kunstwaffen-Videos und so weiter. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr lustig seid. Ich habe da bis jetzt nur ein Anleitungsvideo hochgeladen, wie man halt... ein geiles, so ein Drachentöter-Dolch nenne ich den, baut. Und es ist schon eine halbe Machete, das Ding. Ist auch kein Dolch, Entschuldigung, Drachentöter-Messer. Und es ist im Prinzip einfach nur ein richtig fettes Kampfmesser. Und ich würde sagen, wir greifen den einfach mal an, weil ich keinen Bock mehr habe zu suchen. Wir droppen erstmal hinten jede Menge Barbaren. Die Taktik funktioniert am PC nicht so gut, also mit Blue Stacks, weil ich nicht so viele Truppen gleichzeitig spawnen lassen kann. Und es zackt ziemlich hart. Wir greifen einfach von einer richtig breiten Front an, also von so vielen Winkeln, wie es nur geht. Und damit wir so tief reinkommen, wie es nur geht, aber wahrscheinlich wird das überhaupt nichts mit dem Angriff. Ja, wie man hier drüben schon sieht, es wird nichts. Es sei denn, die Bogenschützen schaffen jetzt mal was.
Und killen den scheiß Magier da unten. Okay, das haben sie geschafft. Lassen wir noch mehr hier unten hin. Vielleicht schaffen die es ja auch noch. Ja, haben es noch geschafft. Dann noch ein paar Barbaren und Bogenschützen runterlassen. Mal gucken, was die noch so reißen können. Oh, und 5 Goblins. Ah je. Nee, Kobolde, Entschuldigung. Ja, ist ja Kobolde. Ich sag immer Goblins, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube von Oblivion. Ah je. Ich habe auch jetzt ein richtig cooles Internet. Das heißt, ich kann auch wieder längere Let's Plays hochladen und so. Ich habe jetzt auch ein Let's Play gemacht, mal wieder von The Forest, aber diesmal halt in einem anderen Style, wo ich halt... Also nicht einfach nur spiele und ich bin, sondern wo ich spiele und einfach einen Charakter spiele und halt aus seiner Sicht erzähle. Und halt nicht so, wie, hey, ich laufe jetzt mal darüber, sondern halt so eine Art Audiolog-Tagebuch so. Und dann lief ich dort da und dahin und bla 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 und oh mein Gott, was ist das? Und so halt wirklich, als wäre ich einfach diese Person, wie schon gesagt. Und ich glaube nicht, dass unsere paar Kack-Barbaren es jetzt noch schaffen. Aber wir probieren es einfach mal. Derzeit gucke ich gerade mal was. Ich bin auch schon, also, stark überlegen, ob ich jetzt direkt weitermache mit meinen Videos auf meinem Zwei-Channel, weil habe ich ja eigentlich so vor. Aber es ist halt so, es ist, ich habe gerade nicht so viel Motivation, ich weiß nicht, mich fuckt eh im Moment alles ab. Und dann sind die Videos auch nicht gut. Und das ist halt echt nicht so gut. Weil ich will, wenn schon, will ich gute Videos machen und will richtig motiviert sein, weil wenn ich nicht motiviert genug bin, dann ist bei mir alles einfach nur für den Arsch und dann wird das auch nicht gut und ja. Okay, wir warten jetzt einfach nochmal kurz, bis meine Truppen fertig sind, also meine anderen. Bilde derzeit auch mal hier wieder ein paar Bogenschützen-Barbaren aus, obwohl wir mit denen meistens relativ wenig reißen. Aber zum Farmen reicht es doch aus. Und ja, ich würde sagen, bis gleich, Leute. So, wir sind wieder hier und wir schauen uns, upsala, jetzt direkt den Angriff an. Der war nicht so super, muss ich sagen. Aber wir haben gut Loot bekommen. Die Base war halt ziemlich heavy. War halt ein Rasus Level 10er, wie man sieht. Ich habe zuerst meine Barbaren hier unten gedroppt, dann meinen King, meine Riesen runtergelassen, meine Mauerbrecher, damit wir in die Mauern kommen, obwohl hier ein Loch war. Dann die Schweinereiter runtergelassen und die Walküren an den Seiten runtergelassen. Die schnetzeln sich ihren Weg rundherum. Und... ja, kommen leider nicht wirklich in die Mitte. Allein dadurch hat es eigentlich schon verkackt, der Angriff. Weil die hätten halt hier in die Mitte reinkommen müssen. Und das war halt echt für den Arsch. Ich hoffe mal, es war jetzt nicht zu schnell für euch. Aber der Angriff, der war eh scheiße, also... daher macht das nichts. Wir greifen jetzt, wie gesagt, noch einmal an schnell. Mal sehen, ob wir eine geile Base finden mit richtig geilem Blut. Ich würde sagen, ich skippe mal kurz das hier. Okay, wir haben Gegner gefunden. Meine Taktik ist, ein paar Gegner, was laber ich denn hier gerade für eine Scheiße zusammen? Die Barbaren hier oben zu droppen. Und dann meine Bogenschützen hinterher. Damit die hinten das Loot holen. Dann noch ein paar Barbaren, damit die so als Fleischschutzschilde dienen. Dasselbe hier unten an der Ecke noch. Hier nicht so viele, gibt es nicht viel zu holen. Dann hinten noch welche, so da auch noch ein paar und da noch ein paar. So, jetzt haben wir noch ein paar über. Ich glaube, von hier drüben kommt man am besten rein. So, jetzt mal jede Menge Truppen hier runterlassen. Ja, ich habe den Heilzauber ein bisschen früh gesetzt, glaube ich. Ich kann euch direkt noch einsetzen. Mach ich auch. So, mal gucken, wie gut wir da durchkommen. Ich hoffe mal sehr gut. So. Ja, die schnetzeln sich da rein. Komm schon. Ah, Mist. Fuck ja. Das wird nichts mehr. Die Mörser zerbersten unsere Truppen einfach nur. Ja, und der Magierturm jetzt auch. Stimmt. Ich habe hab den Magierturm hier drüben voll übersehen. Ich dachte, mit dem Mörsern werden wir schon klar, aber Magierturm habe ich vergessen. Naja, das war ja erstmal. Hätte ich einfach Pause, also hätte ich einfach gelassen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber okay. Na gut, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es ist lange her, dass ich mal ein Video gebracht habe. Aber ich hoffe, ihr seid deswegen nicht so traurig. Ich habe heute noch ein bisschen was für euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.